Hallöchen, ihr Lieben, ich freue mich riesig, dass ihr wieder zu meinem neuen Video eingeschaltet habt. Ich möchte heute mit euch eine Karte basteln. Und zwar ist es diese Karte hier. Da geht es mir nicht unbedingt darum, wie die Karte aufzuklappen ist, weil diese Karte ist eher ja, schlicht aufzuklappen, sondern mir geht es eher um die Front und um die Gestaltung. Und diese Karte habe ich etwas anders hergestellt. Da kann man den Regenbogen einmal aufklappen, hat dann hier diesen schönen Hintergrund und hat hier richtig, richtig viel Platz, um Grüße zu schreiben. Wie ihr die Karte bastelt, zeige ich euch jetzt. Ich möchte euch als allererstes die Stanze vorstellen. Und zwar ist die von Pink Fresh. Das ist diese riesengroße Regenbogenstanze. Die ist unten 11 cm breit. Deswegen orientieren wir uns da an der Kartengröße auch an dieser Stanze. Wenn ihr andere Regenbogenstanzen habt oder ihr möchtet das gerne mit einer Kreisschablone machen oder mit ja, irgendwelchen anderen Stanzen, dann könnt ihr die Größe natürlich auf eure Schablone anpassen oder ja, könnt da auch ein bisschen variieren. Ich habe diese Schablone jetzt durch mehrere Papier, also mit mehreren Papierfarben durch die Stanzmaschine gejagt und habe ziemlich viele Regenbögen dabei rausbekommen. Und zwar wollte ich als allererstes welche mit einem weißen und einem schwarzen Hintergrund machen und hatte dann natürlich auch noch die anderen Farben übrig und habe dann einfach ein bisschen ja, versucht, die ganzen Farben so unterzubringen, dass ich alle Regenbogenstreifen aufbrauche, um möglichst effizient das Papier zu nutzen. Da habe ich jetzt viele Farben dazu bekommen. Mich stört das auch nicht, dass hier ein Innenteil die gleiche Farbe wie den Außen, wie den Außenrahmen hat. Ja, da kann man, weiß ich nicht, was drüber kleben oder man lässt es einfach so. Es ist einfach, ja, individuell. Hier, das sieht so aus. Den habe ich extra so gestaltet, weil mir das total gut gefallen hat, mehrere gleiche Töne so unterzubringen. Und ja, ich zeige euch die einfach mal. Und dann habe ich hier noch einen Versuch gewagt und habe die auf Aquarellpapier ausgestanzt und dann jeden einzelnen Streifen einzeln koloriert mit Aquarellfarbe. Das gefällt mir auch richtig gut. Und was ich dann noch gemacht habe, als ich diese schwarzen und weißen Hintergründe ausgestanzt habe, ich habe mir die Bögen einzeln genommen und sie auf Papier aufgeklebt und kann diese nämlich dann auch noch verwenden, für etwas, was nicht nach Regenbogen aussehen soll, aber so als Muster fand ich das auch nicht schlecht. Das habe ich mir dann einfach auf Papier aneinander geklebt, ohne dass ich einen Zwischenrahmen hatte. Und hier, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, aber hier habe ich den schwarzen Streifen jeweils mit Wing of Stella angemalt, sodass ich da einfach ein bisschen, ja, Abwechslung reinbekomme. Genau, so hat man nämlich auch noch ein paar coole Elemente, die man irgendwo unterbringen kann. So, den Hintergrund habe ich gestaltet mit einer, ja, mit einer Schablone von Simple Stories. Das sind diese Regenbögen mit Sternen und Wölkchen drin. Die fand ich super. Die musste auf jeden Fall mit. Die habe ich in der letzten Bestellung mitbestellt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Um diese Karte hier herzustellen, braucht ihr einen Cardstock. Also bei mir ist es natürlich jetzt abgemessen an der Schablone. Und ich habe jetzt geguckt, dass der Regenbogen hier auch noch ein bisschen Platz hat und nicht gleich am Rand aneckt. Deswegen habe ich mir hier abgemessen, dass die Karte 11 cm breit sein wird. Und ich habe dafür einfach ein Aquarellpapier genommen. Ich bestelle mir mein Aquarellpapier immer in solchen Riesenpacks. Und jetzt gucke ich gerade, wo ich meinen Zuschnitt habe. Okay, wenn das weiße Papier auf einem weißen Tisch liegt, dann darf es auch mal nicht gleich zu sehen sein. Ja, genau. Also ich bestelle mir immer einen Riesenpack Aquarellpapier. Das kann ich euch gerne mal in der Infobox verlinken. Das ist von Amazon. Da sind drin, oh, ich weiß es gar nicht, 50 Blätter auf jeden Fall. Das ist so ein Riesenstapel. Da habe ich schon die Hälfte von verwendet. Und das verwende ich sehr gerne für Kartenrohlinge. Das ist im Verhältnis sehr günstig. Und das ist 30,5 cm lang. Ich habe auch die Länge so gelassen. Habe mir das auf 16 cm in der Höhe in etwa gekürzt. Das kann man auch variabel machen, wie man es gerne möchte. Und habe das dann jeweils gefalzt bei 11 cm und dann bei 22 cm und dann ist die letzte Seite nicht mehr ganz 11 cm lang. Das ist aber nicht schlimm, denn die wird sowieso mit dem Regenbogen verlängert. So, dann schaue ich mir jetzt, welche Seite möchte ich außen haben und falze mir kurz den Kartenrohling zurecht. Jawohl. Und einmal rüberklappen.
So, dann möchte ich die Karte, wenn sie vor mir liegt, nach links aufklappen. Das liegt aber daran, dass der Regenbogen auch nach links geht. Man kann die Karte auch im langen Format machen, dann wäre der Regenbogen so. Das ist auch nicht schlecht, das würde mir auch sehr gut gefallen. Und um jetzt diesen Regenbogen hier perfekt aufbringen zu können und um die Form perfekt wiedergeben zu können, nehme ich mir einen Bleistift. Setze den Regenbogen, den ich verwenden möchte, hier unten an der Kante an und dann ziehe ich mir das Ganze so 2 mm weiter runter, weil dann ragt die Pappe nicht raus und man sieht die Bleistiftlinie nicht und so weiter. Und dann male ich mir einfach eine Linie hier ab und das Ganze schneide ich jetzt aus. Das muss auch nicht 100% genau sein, weil wir ja den Regenbogen jetzt draufkleben. So, dann schneide ich mir hier noch die Ecke zurecht und ich schneide immer den Nupsi von der Falzlinie mit ab, weil das sonst sehr komisch aussieht, wenn das jetzt noch da dran bleiben würde. So, da fehlt noch ein Millimeter. Perfekt. Und somit habe ich den Rohling für meine Karte schon gestaltet. Das ging sehr schnell. Und wenn ich jetzt, hier sieht man ja, mir fehlen hier in etwa 2 cm Karte. Und wenn ich den Regenbogen jetzt hier aufklebe, fällt das nicht mehr auf. Und genau so soll es auch sein. So, jetzt möchte ich mir hier den Hintergrund noch dekorieren. Und da kann man natürlich die Schablonen nehmen, die einem am besten gefallen. Ich nehme mir hier jetzt dieses Tool zur Hilfe. Das habe ich vom Action gekauft. Ich glaube für 3,50 oder 4 Euro, was das gekostet hat. Und es ist halt eine magnetische Platte oder eine Eisenplatte. Und man kann das Projekt dann mit Magneten darauf befestigen. Das kann man natürlich auch auf einer Glasplatte machen oder auf einer Platte, die man hinterher wieder gut abwischen kann. Man braucht jetzt nicht da unbedingt dieses Hilfsmittel für. Ja, ich habe es da, deswegen möchte ich es verwenden. Und jetzt gucke ich, wie ist der Kartenverlauf und wie genau möchte ich meine Schablone aufbringen, weil bei meinem ersten Versuch habe ich die Schablone falsch rum aufgebracht. Und um mir da ein bisschen Hilfestellung zu geben, klappe ich das jetzt auf, lege die Schablone schon mal genauso drauf, wie ich sie haben möchte und dann richte ich mir alles aus. Dann kann nichts passieren. Ich klappe hierzu die Karte einmal auf, lege mir die Schablone dahin, wo ich sie gerne wo ich sie gerne haben möchte. Und dann nehme ich dieses Lineal, was dabei ist. Oder aber ich klebe das hier mit einem, ja, so einem Malerkrepp ab. Da nehme ich auch meistens dieses rosane, lilane hier vom Action, weil das keine hohe Klebkraft hat. Und das ist das Wichtigste. Wenn ihr ein Malerkrepp habt, was eine sehr hohe Klebkraft hat, dann macht euch das Stück, was ihr benötigt, ab und legt es, also drückt es auf Stoff, zieht es wieder ab, drückt es wieder an, zieht es wieder ab, sodass hier so ein paar Fasern vom Stoff hängen bleiben und die Klebkraft minimiert wird. Weil wenn die Klebkraft zu hoch ist, kann es halt sein, dass ihr euch nach nach dem Basteln, wenn ihr das Papier wieder vom Klebeband trennt, das ganze Papier zerreißt. Und das wollen wir natürlich überhaupt nicht. So, ich lege mir hier jetzt das Lineal so an, dass ich nicht die Hinterseite von der Karte mit anmale und fixiere mir das Ganze mit Magneten. Ich muss ehrlich sagen, für diese Platte finde ich die Magnete viel zu klobig. Ich würde mir da wahrscheinlich demnächst mal andere Magnete zulegen, die ein bisschen kleiner sind. Vielleicht die von den Stempelhilfen, die es gibt. Die finde ich eigentlich ganz gut. Genau. So, und dann habe ich mir ein paar Stempelfarben ausgesucht und zwar wollte ich das Ganze so in Regenbogenfarben haben, deswegen habe ich mir ein Distress Ink genommen und ich möchte die Inks haben und nicht die Oxides, die finde ich nicht für alles passend und ich finde, die verschmieren auch weniger, wenn das Projekt fertig ist. Deswegen habe ich mir ein schönes Gelb ausgesucht, so ein Warmgelb, dann ein Orange, ein Pink und ein Blau. Ich starte mit der hellsten Farbe und deswegen nehme ich auch nur ein Bürstchen, weil ich von hell in dunkel gehe. Somit verwischt die Karte gut. Oder ne, der Hintergrund verwischt gut, die Farben blenden sich perfekt ineinander und ja, ich muss nicht so viele Stempel Bürstchen nehmen. So, das Wort ist mir entfallen. Dann fange ich einfach an von Gelb in Orange. Ihr könnt natürlich die Farben nehmen, die ihr wollt. Wenn ihr vielleicht ein sanftes Blau nehmt, dann ist das bestimmt auch wunderschön. Hier muss ich ein bisschen raus. So ein sanftes Wolkenblau ist toll. So, dann
in Rosa. Ich mache das übrigens oft so, dass ich nur ein Bürstchen nehme für die Projekte. Wichtig ist mir dann halt einfach nur, dass ich von hell auf dunkel arbeite. Allerdings, wenn ich weiß, ich mache mehrere Projekte, dann versuche ich schon für jede Farbe ein Bürstchen zu haben und ich wasche die immer aus, nachdem ich sie verwendet habe und lege sie auf die Heizung zum Trocknen. Dann passt das schon. So, dann ab ins Blau. Den Magnet muss ich ein bisschen hier wegholen. Das ist immer so, ja, der Nachteil daran. Und so schnell ist der Hintergrund auch schon gestaltet. Sobald ich das Video beendet habe, werde ich auch diese Schablone säubern. Aber da das Wasserfarbe ist oder die Farbe, die Stempelfarbe auf Wasserbasis ist, ist das auch noch am nächsten Tag super ablösbar. Also das muss man nicht sofort machen. Ich mache es halt immer sofort, damit ich sie möglichst schnell wiederverwenden kann. Und auch das Bürstchen werde ich mir nachher gleich reinigen. Und so habe ich schon den perfekten Hintergrund gestaltet. Was ich jetzt noch mache, das ist optional, das darf man sich aussuchen, ob man das möchte. Aber ich möchte jetzt noch so ein bisschen Glitzereffekt in meiner Karte haben. Deswegen nehme ich mir ein Wink of Stella. Den gucke ich immer erst auf einem separaten Papier, wie gerade die Farbe vorne im Pinsel ist, wie viel da vorgelaufen ist. Nicht, dass da irgendwie so ein riesen Klecks sich vorne angesammelt hat und man sich das ganze Projekt verschmiert. Und ich möchte einfach, dass meine Wolken ein bisschen glitzern. Man kann auch ein paar Regenbogenstreifen glitzern lassen. Das mache ich jetzt gerade je nach Karte ein bisschen variabel. Und was dann auch noch cool ist, dass der Pinsel vom Wink of Stella die Farbe ein bisschen mit aufsaugt. Und somit kann ich die anderen Wolken noch ein bisschen andersfarbig schattieren. Muss man nicht, kann man, gefällt mir. Sehr gut. Jetzt habe ich hier noch eine andere Farbe mit drin und hier oben. Ich finde das cool. Das hat so ein bisschen was von, ja, Aquarell-Look. So, perfekt. Mir gefällt der Hintergrund jetzt sehr gut. Alles, was ich nicht benötige, kommt auf Seite. Jetzt geht es auch schon daran, die Karte zusammenzustellen. Sie ist ja, perfekt ausgerichtet. Das war ja mein erstes Problem, was ich hatte. Jetzt klappe ich mir die Karte auf und nehme mir einen gut klebenden Kleber. Dafür nehme ich den Tombow-Kleber, den ich mir immer in so eine kleine Flasche gefüllt habe, damit ich den sparsam auftragen kann. Und dann trage ich mir meinen Regenbogen auf, wobei ich gerade überlege, ist es, glaube ich, sinnvoller, den Kleber auf den Kartenrolling aufzutragen, weil der Regenbogen ja ein bisschen übersteht. Habe ich natürlich bei den ersten Malen auch so gemacht, aber vor laufender Kamera ist das Denken immer ein bisschen eingeschränkt. So, dann nehme ich den Regenbogen, der mir am besten gefällt. Das ist in dem Fall dieser hier und klebe den auf. Und schon ist, das sieht wunderbar aus. Das ist so eine Kleinigkeit noch und das macht so, so viel aus. Ja, dann möchte ich mir noch einen Gruß aufbringen und jetzt muss ich mal gucken, wo ich mir das hingelegt habe, weil ich habe das nämlich schon vorbereitet aus einem Stempelset von Create a Smile, von diesem Set, das heißt ein ziemlicher Knaller und ich habe mir ausgesucht, wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst, weil wenn man das Lied nämlich komplett singt, heißt es, heute kann es regnen, stürmen oder schneien und ich finde, die Karte ist ja einfach der Sonnenschein, Regenbogenwetter, das finde ich einfach wunderbar. Genau, das habe ich mir jetzt schon abgestempelt, auch wieder auf dieses Aquarellpapier. Man kann sich natürlich jetzt auch wieder die Form ein bisschen ausstanzen, wenn man das möchte, aber ich mochte das jetzt sehr gerne, wenn das einfach ja so schlicht viereckig ist. Die Karte ist schon verspielt genug und dann schneide ich mir ein bisschen Formtape ab. Das mag ich auch ein bisschen, wenn das so erhaben ist. Positioniere mir meinen Gruß. Der kann wie hier mittig sein oder wie hier unten. Ich muss sagen, mir gefällt es besser, wenn der Gruß mittig ist. Und da er hier über den Regenbogen rüberragt, positioniere ich mir jetzt kurz, wo ich ihn gerne haben möchte und schaue, bis wohin ich den Kleber aufbringen kann. Ich glaube, ich mache ihn hier auch ein bisschen nach oben und kann dann so in etwa bis zu geboren und sehr den Kleber aufbringen. So, dass man halt hinterher nicht von der Rückseite sieht, dass Kleber aufgetragen wurde. So, dann geht die Fummelei wieder los. Da
Das ist das Formtape vom Action, mit dem bin ich sehr zufrieden. Es klebt halt sehr gut und reicht für diese Zwecke vollkommen aus. So, und dann klebe ich den Gruß aus, auf. Wortfindungsstörung, es ist noch früher Morgen bei mir. Da fehlen mir manchmal noch ein paar Worte, die sind einfach nicht da. Die kommen erst, glaube ich, ab 10 Uhr in meinen Wortschatz. Ich bin mir nicht sicher. So, dann habe ich mir diesen süßen, diese Fairy Inches ausgedruckt. Die sind von CC Design und ich hatte letztens einfach richtig Bock zu kolorieren. Habe mir ja immer ein DIN A4 Blatt vollgestempelt mit allen Stempelabdrücken, die ich neu hatte, die mir gefallen. Ich mache dann immer mehrere Abdrücke. Dann sitze ich meinen halben Tag da und koloriere alle Abdrücke, schneide sie aus und habe sie dann vorrätig. Also ich habe hier schon mehrere kleine Schublädchen, die voll sind mit ja kolorierten, ausgeschnittenen Stempelabdrücken, die nur noch darauf warten, verarbeitet zu werden. Es kommt halt immer darauf an, auf was ich gerade Lust habe. Manchmal habe ich einfach Lust zu kolorieren, manchmal mit Aquarellmarkern oder mit Polychromos und dann setze ich mich einfach hin und mache das. Wenn ich dann mit meiner Kleinen mal einen Film gucke, setze ich mich daneben und schnippel die ganzen Dinge aus. Oder wenn ich auf der Terrasse sitze, weil das so eine perfekte Arbeit ist, wo man nicht viel Material braucht, aber nebenbei einfach was werkeln kann. Und dann sind diese kleinen süßen Feen ja nicht Feen, doch Feen entstanden, die ich so, so zuckersüß finde und ich finde diese hier so putzig, die aus vollem Herzen lacht. Also richtig, richtig cool. Eigentlich wollte ich noch ein paar Feen mit grünen Haaren machen, weil ich grüne Haare habe und dachte, okay, das könnte man mal so ein bisschen abwandeln, aber das mache ich wahrscheinlich bei der nächsten Produktion. Und die klebe ich mir jetzt auch einfach auf. Jetzt gucke ich mal, welche ich wo haben möchte. Da werde ich auch drei Stück verwenden und dann kann man natürlich noch überlegen, ob man irgendwie mit kleinen Glitzersteinchen noch verzieren möchte oder noch ein bisschen Wing of Stella auftragen möchte. Also meine Feen haben eigentlich Wing of Stella auf ihren Flügeln. Das habe ich noch nicht bei allen gemacht. Und jetzt sehe ich, ich habe nicht nachgedacht und habe es nicht vorher auf einem Blankopapier ausprobiert, weil der Wing of Stella hat ein bisschen abgefärbt. Aber das ist nicht schlimm. Auch mir passieren solche Fehler immer mal wieder. Das macht nichts. Fällt auch nicht mehr auf. Das ist ja das Gute. Dadurch, dass wir alles selber werkeln, können wir uns einfach auch mal erlauben, dass was schief läuft und wir kriegen das dann auch wieder sehr gut hin, das Ganze zu kaschieren. So, ich nehme mir drei unterschiedliche Feen. Habe mir dann jetzt mittlerweile meine Pinzette zur Hilfe geholt. Das ist einfach einfacher. Und die klebe ich mir dahin, wo ich denke, da könnten sie mir gefallen. Perfekt. Und so ist meine Karte auch schon fertig. Ich glaube, ich werde noch ein oder zwei werkeln, dass ich die anderen Feen auch noch verwende. Die freuen sich nämlich drauf, auf einer Karte zu landen. Und ja, ich muss sagen, mir gefällt das Ergebnis richtig gut. Ich finde auch den Unterschied richtig cool zwischen dem schwarzen Hintergrund und dem weißen Hintergrund. Ich könnte mich jetzt gar nicht entscheiden, welche Variante mir davon mehr gefällt oder weniger gefällt. Und auch die Variante einfach nur aufzuklappen, finde ich auch sehr cool. Genau. Ja, ich hoffe, euch hat die Idee gefallen. Ich danke euch sehr fürs Einschalten und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.